Irgendwie ist es da, das Gefühl. Und warum lässt Gott dann Männer auf den Strich gehen? Auf den Babystrich? Keine Ahnung, was sie dabei finden. Vielleicht wollen die was machen, was die Frau von denen nicht machen will. Vielleicht ist sie einfach zu verklemmt. Männer, warum fickt ihr Kinder? Vielleicht gibt es dann weniger Strichmädchen. Ich glaube auch, viele wollen ein junges Mädchen, damit sie sich wieder wie der Hengst aus der Schulzeit fühlen, begehrt und attraktiv. Aber das funktioniert nicht. Ich meine, wenn ich nicht das Geld für die Drogen bräuchte, nie im Leben würde ich mit so einem Typen mit behaartem Bierbauch und Schwabbelkinn Sex haben wollen. Und was natürlich auch toll benutzen ist, die Kerle haben die absolute Kontrolle. Sie wissen, dass man das Geld für Drogen braucht. Dass man für das Geld alles tun würde. So können sie für ein paar Euro den absoluten Übermack heraushängen lassen. Ist doch toll, oder? Was geht ein Männerhirn ab, wenn es sie aufgeilt, eine kleine Stricherin zu kontrollieren und ihr zu sagen, wo es lang geht? Das verstehe ich einfach nicht. Nur das mit der Kontrolle, also mal ganz allgemein, das verstehe ich. Ich finde es nämlich auch total beschissen, wenn ich nicht die Kontrolle über meinen Körper habe. Und das ist meistens so. Denn wenn ich drauf bin, sind die Drogen am Steuer. Und oft auch ein Freier. Wenn ich runterkomme, sind noch immer die Drogen am Zug. Denn die sagen mir, dass ich irgendwie neue Drogen besorgen muss. Sonst passiert was total Schlimmes. Deshalb ritze ich mich ja so oft. Weil ich mich irgendwie fühlen will. So stand das mal in einem Buch über Borderline. Und ich finde, die Erklärung passt. Und weil ich mir selber Schmerzen zufüge, wann, wo und wie ich will, denn darüber entscheide ich doch ganz allein. Ich habe die Entscheidungsgewalt, die Kontrolle. Und das tut gut. Mal für einen Augenblick kontrollieren. In Bahnen lenken. Das ist doch wunderbar. Wenn ich losziehe und ein neues Päckchen Rasierklingen kaufe, da werde ich schon ganz kribbelig. Und dann die Klinge auspacken. Und durch mein eigenes Fleisch ziehen, in mich hineinhorchen und hören, ob da was ist. Ein Echo des Schmerzes? Die Kontrolle? Der Kontrollschmerz? Manchmal findet mein Leben ohne mich statt. Macht einfach weiter und ich darf nur zuschauen. Das finde ich einfach ungerecht. Und dann rege ich mich auf, schmeiße Sachen kaputt und schreie das Leben an. Ich will mitmachen, schreie ich. Lass mich! Doch das Leben hört mir nicht zu. Irgendwann habe ich dann nicht mehr geschrien, habe nicht mehr geweint. Weinen ist dumm. Das tun nur dumme Fotze und ich will keine dumme Fotze sein. Ich will ein liebes Mädchen sein. Das sage ich mir immer. Mein Papa hat mich immer gefragt, willst du denn nicht lieb sein? Ich habe dann immer genickt. Mein Papa, also mein richtiger, der war toll. Ich erinnere mich leider nicht mehr so gut an ihn, aber... Er hatte mich lieb und hat mir abends immer vorgelesen und hatte mich einfach lieb. Nach der Geschichte hat er mich geküsst und mir gesagt, wie lieb er mich doch hat. Mit seinen großen Händen ist er durch meine Haare gefahren und ich habe die Augen zugemacht und geträumt. Doch dann war er eines Tages fort. Der nächste Typ meiner Mutter war ein Arschloch. Er hat mich geschlagen, wenn ich ihn nicht auch Papa nannte. Immer wieder hat er mich gefragt, wer bin ich? Und ich musste ihm antworten, du bist mein Papa. Und wenn ich dazu seinen Schwanz aus dem Mund nehmen musste, bekam ich sofort einen ins Gesicht. Meine Mutter kümmerte sich nicht darum, was mein neuer Papa mit mir anstellte. Sie liebte ihn und vergötterte ihn. Egal, was er sagte, meine Mutter war seiner Meinung. Er hätte auch sagen können, hey, deine Tochter ist ein Schwein, essen wir sie auf. Sie hätte das Messer geholt. Bestimmt. Als sie ihm eines Tages von den Gute-Nacht-Geschichten erzählte, die mein richtiger Papa mit mir immer gelesen hat, war es für ihn wie eine Fragkarte. Jeden Abend kam er zu mir, um mir vorzulesen. Aber er las mir nichts vor. Es gab keine schöne Geschichte, keinen Kuss auf die Stirn oder die Wange. Stattdessen lernte ich zu schlucken, das ganze klebrige Zeug. Damit es keine Flecken gibt und Mama nichts merkt. Wobei der wohl auch nichts gemerkt hätte, wenn er mich auf dem Küchentisch gefickt hätte, während sie sich ums Essen gekümmert hätte. Das ist schon voll komisch. Das Ganze ist Jahre her,
Aber vergessen kann ich es nicht. Es verschwimmt auch nicht. Doch immer sehe ich sein Grinsen, wenn er kam. Und spüre ich das seltsame Gefühl im Hals. Die Zeit heilt alle Wunden? Totaler Scheiß! Was ist schon Zeit? Zeit ist gestern und heute und morgen. Gestern war mein Leben beschissen, heute ist es zum Kotzen und morgen bin ich vielleicht tot. Ich blicke mit einem Lächeln in die Zukunft. Wenn es Gott wirklich gibt, er würde mir ja diesen Wunsch doch erfüllen, oder? Nur weil ich alles getan habe, bin ich doch noch kein schlechter Mensch. Also ich habe schon irgendwie Angst vor dem Tod. Also nicht vor dem Tod direkt. Warum sollte man dafür Angst haben? Es wäre ja das Ende meiner Qualen. Ich denke mir halt, wenn ich tot bin, ist alles zu Ende. Kein Himmel, keine Hölle, kein ewiges Leben oder so. Keine Nirvana. Die Mucke ist eh total beschissen. Was soll ich also da? Das Einzige, was noch passiert ist, dass ich von irgendwelchen unaussprechlichen Insekten aufgefressen werde. Davor muss man keine Angst haben. Aber ich habe trotzdem Angst. Angst vorm Sterben. Also davor, wie es ist, wenn man tot wird. Der Weg dahin macht Angst. Manchmal. Denn ich weiß nicht, wie der Weg ist. Dann lieber Drogen und Ficken. Das ist ein Tod auf Raten. Denn den Weg kenne ich. Das ist in Ordnung. Jedes Mal, wenn du was nimmst oder mit einem Kerl fickst, der locker dein Vater sein könnte, stirbt ein Teil von dir. Die Seele zuerst. Am Schluss das Gehirn und das Herz. I don't like Nirvana. Wenn man Drogen nimmt, schläft man nicht mehr so viel. Man isst auch nicht mehr. Die Drogen schlafen für einen und sie essen für einen. Das ist cool, denn sonst könnte ich nicht auf den Strich gehen und gleichzeitig versuchen, die Schule zu schaffen. Das spart Zeit. Ich bin eigentlich keine schlechte Schülerin. Auf Drogen schaffe ich die Schule. Ich schreibe meistens Zweier, manchmal auch eine Drei. Schlechter wird's nur, wenn ich nichts genommen habe. Wenn ich schlafe, so meine 3, 4 Stunden, dann ist das voll abgefahren, weil ich zwar aufwache, aber eben nicht richtig, sondern vom Schlafen in die Droge reinwache. Plötzlich war diese Szene wieder in meinem Kopf, ich meine, einfach da. Da war plötzlich das Denken in meinem Kopf. Und ich muss aufpassen, denn wenn ich anfange zu denken und wenn ich dabei nicht auf Drogen bin, weiß ich, dass da nichts Gutes dabei rauskommt. Aber momentan bin ich drauf. Da ist das total okay. Mama hat mir einen Spiegel in mein Zimmer gehängt, damit ich nicht immer ins Schlafzimmer gehe und mich da anziehe. Scheiß Spiegel. Ich hasse Spiegel. Die zeigen einem, wie hässlich man ist. Ich benutze den Spiegel im Schlafzimmer gar nicht. Ich will nur bei meiner Mama sein. Ich will sie lieb haben. Und sie soll mich lieb haben. Aber die versteht das voll nicht. Die sagte nur: Hau ab! Und heute will ich dich nicht mehr sehen. Ich kann sie verstehen. Ich wollte mich auch nicht haben. Ich will mich auch nicht sehen. Doch ich bin nicht nur mein Spiegelbild. Ich bin ich. Ich bin mein Hass. Aus meinem Spinkspiegel hole ich die Rasierklinge und suche mir eine schöne Stelle aus. Ritzen tut gut. Es ist therapeutisch, denn man zeichnet die Narben auf die Haut, die auf der Seele keinen Platz mehr haben. Außerdem zeigt es mir, dass ich noch nicht komplett aus Drogen bestehe. Mein Blut ist immer noch rot. Wenn man auf den Straßenstrich abhängt, dann kennt man sich. Besonders wenn man nicht volljährig ist. Man hat ja die gleichen Probleme. Was man tut, ist illegal. Das heißt, wenn die Polizei kommt, rennen. Und ich war im Sport schon immer schlecht. Manchmal wollen die Männer auch 2 Mädchen oder eine normale alte Nutte und ein Kind. Das ist immer besser als alleine, denn wenn man zu zweit ist, dann sind das meistens die soften Kerle, die zugucken wollen, wie man es sich gegenseitig besorgt. Und wenn du dann die andere leckst und immer rumschreist, wie geil das doch ist, so eine Kinderpussy wie deine eigene zu lecken, wie toll das doch ist, oh ja! Und man muss sich gegenseitig anfassen und das auch toll finden. Aber das ist schon okay. Ich meine, immer noch besser als angepisst zu werden oder so einen Typen zu ficken. Es tut nämlich nicht weh. Es ist nur abartig, eklig und krank. Krank, krank, krank. Scheiß Welt. Und dann sollten wir uns darum streiten, wer ihn zuerst einblasen darf oder wer zuerst in die Fresse gewichst bekommt. Ich verstehe nicht, warum so viele Kerle auf sowas stehen. Aber ich bin kein Kerl.
Und ich mag Männer auch nicht. Ich weiß warum. Blut, Pisse, Sperma. Mein Leben. Auf der anderen Seite ist so ein Ding zu dritt aber auch wieder voll scheiße, denn die könnte ich ja abziehen. Vielleicht klaute die andere deinen Stoff oder dein Geld, während du gerade blasen musst oder so. Männer gleich Hölle. Oder wenn du nicht aufpasst, steckt sie schon das Geld für beide ein, sagt dir aber nichts davon. Und du machst deinen Job. Und sie schaut, dass sie schnell wegkommt. Und du stehst am Schluss ohne Kohle da. Das klingt jetzt voll paranoid. Und so bin ich eigentlich gar nicht. Aber einige Tussi sind so drauf. Viele sagen bei so einer Aktion immer, oh, wir sind doch verbündet. Wir müssen zusammenhalten. Wir haben den gleichen Typen abbekommen. Lass uns das durchziehen und dann Drogen nehmen. Und manchmal ist das dann auch genau so. Manchmal aber auch nicht. Wenn ich mit einer anderen zusammen einen Freier mache, dann ist sie ja meine beste Freundin. Naja, auf Droge hat man keine Freunde. Aber zumindest nach außen sind wir dann die besten Freundinnen. Sowas schweißt zusammen. Man kann nicht nur Drogen teilen. Auch Erinnerungen und Gedanken. Aber recht schnell verblassen die Erinnerungen. Dann sind es nur noch die Drogen. Immer wieder kommt sie dann her und fragt mich, ob ich was habe und ob wir nicht teilen wollen. Und ich sage nicht nein, wenn ich was habe. Dann nehmen wir gemeinsam was. Und das geht so lange, bis ich nichts mehr habe. Dann sehe ich sie auch mal ein paar Tage nicht. Dann ist die Freundschaft wieder weg. Bis der nächste Freier kommt und sich wieder zwei Mädchen schnappt. Ich meine, wenn da so eine Tasche rumliegt mit Geld oder Crystal drin, das ist schon verlockend. Eigentlich ist der Dreier doch scheiße, denn du hast Angst, beklaut zu werden. Und bist dann nicht bei der Sache und das heißt, der Freier ist unzufrieden, weil du nicht genügend rumschreist, wie toll das doch ist und wie gut er ist und so. Und damit zahlt er weniger oder wird wütend. Will ich, Freunde? Egal. Jedenfalls hat mir meine Freundin einen Tipp gegeben. Da gäbe es einen Typen, der würde sehr gut bezahlen und man müsste es nicht draußen machen. Ich habe gedacht, das ist cool. Und so gab sie ihm meine Nummer. Und ein paar Tage später rief er mich an. Dann kam er eines Abends am Straßenstrich vorbei, um mich abzuchecken. Ich war eigentlich schon auf dem Weg nach Hause, denn morgen war ja Schule. Da hielt das Auto neben mir an und der Typ grinste mich total dämlich an. Kinderstrich, Kinderstrich, Ritzen, Drogen, Ritzen, Drogen. Kapitel 3. Der Wecker. Ja, mir haben Kunden schon mal was geschenkt. Mal ein Blüschen, mal eine Handykarte oder halt normale Klamotten. Nicht oft, aber manchmal haben die mir was geschenkt. Ich freue mich dann drüber, aber wenn die Klamotten hässlich sind, schmeiße ich sie weg. Ach ja, Kondom habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ein wirklich sinnvolles Geschenk, mal ganz ehrlich. Und mal ein Lackrock. Und der hat mir sogar gepasst. Ich meine, das war schon was Besonderes. Denn so erotisches Zeug, das mir passt, ist schon voll selten. Wer stellt schon Lackklamotten in Kindergrößen her? Wobei, mittlerweile ist das nicht mehr so schwierig wie früher. Viele bieten jetzt diese XXS-Größen an. Das sind Kindergrößen. Oder die Größen von scheißkotzenden Models. Oder eben die Größen des Babystrichs. Wobei Heroin übelst fett macht. Nur Koks und Crystal halten wirklich schön schlank. Oder Magersucht. Die Kombination von beidem ist natürlich der Bringer. Scheinbar gibt es Bedarf, aber ich darf mich nicht beschweren. Der Rock war schön und er passte. Als mir der Typ den Nackrock schenkte, habe ich mich voll gefreut. Vor allem eben, weil er mir passte. Das fand ich so cool. Und da habe ich mich natürlich artig bei ihm bedankt und habe mit ihm geschlafen. So wollte ich ihm auch eine Freude machen. Das ist doch klar, denn wenn er dir Geld gibt, will er mit dir schlafen. Wenn er dir Geschenke gibt, will er auch mit dir schlafen, oder? Das ist halt meine Art, Danke zu sagen. Und darüber haben sich die Männer eigentlich nie beschwert. Du möchtest doch, dass ich Freude an deinem Geschenk habe, das sage ich den Leuten immer, wenn sie mich fragen, was sie mir schenken sollen. Denn wenn ich Freude habe, wirst du sie auch haben. Ich habe zwar, während er an mir war, nur an den Rock gedacht, aber das war schon in Ordnung, glaube ich, denn schließlich denke ich sonst ja auch nicht an meine Freier. So habe ich zumindest an ein Geschenk gedacht. Ich glaube, näher kann mir ein Freier nur sein, wenn er mir richtig Angst macht. Nur, dann ist das kein normales Gefühl. Kein Gefühl, kein ich fühle ihn nicht und das ist gut Gefühl, sondern dann habe ich Angst.
Und das ist kein gutes Gefühl. Angst ist scheiße. Besonders wenn man auf Droge ist. Dann kann sich das ganz schnell in einen Horrortrip verwandeln. Das ist immer das Schlimmste. Du gibst Geld aus, um gut drauf zu sein, und stattdessen geht es total tief bergab, dass um dich herum nur Panik ist. Heute wollte mein Freund vorbeikommen. Manchmal nenne ich einen so. Und dann rede ich mir ein, dass es okay ist, ohne Bezahlung mit ihm zu ficken. Ich habe mich so auf ihn gefreut. Er kam extra aus Düsseldorf zu mir. Ich habe 2 Kunden abgesagt und bin nach Hause gefahren, um mich für ihn hübsch zu machen. Dann bin ich zum Bahnhof gestiefelt, um ihn abzuholen. Keine Zeit verliehen. Er ist ja nur so selten da. Er hat mich an der Hand genommen und wir sind in den frühen Abend spaziert. Es war so schön. Als er wieder meine Hand nahm, hatten wir kaum ein Wort gewechselt. Aber dafür hatte er in mir abgespritzt. Hatte mich gefickt. Worte sind leer. Wieder am Bahnhof, keine 3 Stunden später, habe ich ihn gefragt, ob er denn noch mein Freund sei. Und er sagte nur, na klar bin ich dein Freund. Und damit das so bleibt, musst du lieb zu mir sein. Schließlich bin ich dann auch wieder lieb zu dir. Die Welt ist Konsum, Baby. Entweder du bist Konsument, oder du wirst konsumiert. Ich bin leer. Mein Körper ist taub. Ich fühle nichts. Damit andere fühlen können. Ich habe dann meine Kunden angerufen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Ich bin Konsumgut. Das geht voll schnell, dass man seine Stammkunden hat. Ich meine, die denken vielleicht, die wären gut oder, boah, die macht's für so wenig Geld, da gehe ich wieder hin. Und mit der kann man so viel machen. Ich meine, viele zieren sich und machen nur das Standardprogramm. Aber ich bin da anders. Ich habe eigentlich von Anfang an fast alles gemacht. Ich mache fast alles. Keine Ahnung warum. Ich dachte mir, dann bekomme ich Geld und kann mir Drogen kaufen. Außerdem ist es doch so. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich habe eine zierliche Figur, wiege keine 40 Kilo, was schon nicht schlecht ist, aber das Fett schwabbelt noch immer an mir und ich bin nicht groß. Wenn ein Typ ankommt und sagt, er will dies oder das mit mir machen, was soll ich da tun? Mach, was du willst, ist egal. Der macht mit mir, was er will, und bevor er mir eine scheuert und mein Gesicht noch mehr kaputt macht als mein Vater, sag ich lieber, okay. Und wenn du eben das machst, was sie wollen, dann sind sie zufrieden. Dann gibst du denen deine Nummer und das war's. Manche kommen dann alle paar Tage wieder. Manche kommen nur alle paar Monate wieder. Aber das halt jahrelang. Stammkunden. Das ist schon ganz cool, denn du weißt ja jetzt, wie die so sind und was sie wollen. Das macht es oft einfacher. Manchmal kann man sich sogar auf einen Stammkunden freuen, denn wenn der einen kleinen Schwanz hat oder immer nach 10 Minuten kommt, dann ist das leicht verdientes Geld im Vergleich zu manch anderen. Aber die kennen dich halt auch besser. Wissen, dass du Drogen brauchst und bereit bist, dafür alles zu tun. Einige von ihnen brauchen nicht lange, dann trauen sie sich alles. Du bist Natascha? Ja. Caro hat mir von dir erzählt. Die Caro ist eine Verliebe. Was machst du alles? Wenn du mich bezahlst, mache ich alles. Wirklich alles? Hey, ich lüge nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Wenn du mich bezahlst, mache ich alles, was du willst. Hast du schon mal mit Tieren? Nein, nur einmal zugesehen. War ziemlich krasse Scheiße, der arme Hund. Machst du noch immer alles? Ja, alles. Auch mit Tieren, wenn du willst. Mann, die Drogen machen einen fertig. Das war nur ein Test. Ich bin noch nicht pervers. Tiere können nichts dafür. Menschen schon. Ich bin voll drauf. Voll Crystal. Christ. Okay. Komm, steig ein. Fahren wir ein Stück. Okay. Der Rektor, so hieß der Kerl, oder wenigstens nannten ihn am Strich alle so, war ein Riese. Er war geschieden, sprach von seiner Frau aber so, als wäre die Scheidung erst 2 Wochen her. Er nannte sie seine Ex-Alte. Und er hatte total dreckige, riesige Hände. Bestimmt war er Heizer in einer Fabrik oder Bauarbeiter. Die Fingernägel waren abgekaut und tiefschwarz. Der Dreck saß fest unter seinen Fingern und Händen. Dazu kam die gelbliche Färbung zwischen den Fingern durch das viele Rauchen. »Wohin fahren wir?«
In die Wohnung meiner Mutter. Da sind wir ungestört. Und... also, auf was stehst du? Hat dir Caro nichts erzählt? Er grinste breit in die dunkle Nacht, die draußen an uns vorbeizog. Schon. Sie sagte, du magst Spiele. Spiele? Er schwieg lange. Und ich hatte schon Angst, etwas Falsches gesagt zu haben. Spiele, hat sie gesagt? Das ist gut. Ja, Spiele mag ich. Dann lachte und hustete er und drückte die Zigarette im überquellenden Aschenbecher aus, sodass die Kippe in den Fußraum fiel. Ich dachte mir nicht viel dabei, denn meine Kunden benehmen sich oft sehr seltsam. Vielen ist das voll peinlich, dass sie ein Kind angequatscht haben und es dann ficken oder sich einen blasen zu lassen. Ich denke mir dann immer, ja, dann lasst es doch bleiben. Ist eh besser so. Naja, die anderen benehmen sich wie die letzten Psychopathen. Einfach total bescheuerte Freaks. Der Rektor gehörte wohl in die letztere Kategorie. Rauchen ist doof. Okay, jetzt hieß es ruhig bleiben. Spiele spielen, das war sein Ding. Caro hätte mich gewarnt, wenn der Kerl wirklich gefährlich wäre. Oder? Oh, blöde Zicke. Ich meine, es geht bestimmt um Doktorspiele. Oder ich bin seine unartige Schülerin, die mal ordentlich gezüchtigt werden muss. Ihr Männer steht doch auf sowas. Mir ging es etwas besser. Schülerin ist einfach. Das ist meistens nur anfassen, blasen und vielleicht noch ein kleiner Fick am Schluss. Doktorspiele, da kommt es drauf an, ob ich die Untersuchte bin oder er. Irgend so ein Arschloch wollte mir doch tatsächlich in seiner Keller-Perversklinik die Fotze zunähen. Da habe ich es gerade noch so geschafft abzuhauen, bevor er die Nadel ansetzte. Ich habe meine Tasche geschnappt und bin nur mit Schuhen, Slip und eben meiner Tasche, ja, da sind halt meine Drogen drin, abgehauen. Das war eine beschissene Nacht. Plötzlich hielt der Rektor an. Eine Zigarette hing in seinem Mundwinkel und Asche fiel auf seine Jacke. Er wand sich in seinem Sitz und zog ein altes, speckiges Portemonnaie hervor und drückte mir 150 € in die Hand. Ganz genau, 150 €. Ein 100-Euro-Schein und ein 50-Euro-Schein? Steck's weg, los, wir sind gleich da. Wenn wir drin sind, sieht es folgendermaßen aus. Wenn du noch was ziehen musst, dann mach es jetzt. Drin will ich dich nicht jammern hören von wegen, ich muss noch was nehmen, okay? Zweitens, das Geld ist für eine Stunde. Mehr gibt es nicht. Nachverhandelt wird nicht. Gummi ist okay und ich will die ganze Stunde. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ich auch. Ich nickte, war geistig abwesend, dachte nur an das viele Geld. Cool, nur eine Stunde Arbeit. Normalerweise waren das 3 bis 4 freier, manchmal auch mehr, aber irgendwie versucht man ja, sich einen Standard zu erarbeiten. Danke, Caro. Der Rektor war ein guter Tipp. 150 €? Das war sonst ein Tag anschaffen. Er ließ den Motor wieder an und wir erreichten ein kleines freistehendes Haus. Schäbig, die Wetterkacheln waren beschädigt und das Dachfenster kaputt. In so einem Loch würde ich nicht wohnen wollen. Ich will eine Villa haben, mit 7 Schlafzimmern, sodass ich jeden Tag in einem anderen Bett schlafen kann. Und einen Pool in meinem Haus haben. Ich kann zwar nicht schwimmen, aber der Pool zeigt ja allen, dass ich's mir leisten kann. Also ist ein Pool ziemlich cool. Ich zog noch etwas, dann gingen wir hinein. Ich spürte, wie ich begann, nichts mehr zu spüren. Alles wurde leicht und ich lächelte ihn an. Was soll ich sein? Deine unartige Schülerin? Oder lieber die Frau Doktor? Oder soll ich die kleine, hilflose Patientin sein? Gefesselt auf dem Stuhl? Damit du alles mit ihr machen kannst. Mann, das Zeug ging wohl ab. Was quasselte ich da für ein Mist? Nein, nichts von alledem. Weißt du, ich stell mir lieber vor, dass ich dich auf dem Weg nach Hause gecasht habe. Und jetzt werde ich dich vergewaltigen. Er schob mich ins Bad und machte das Licht aus. Stell dir vor, ich hab dich in den Wald verschleppt. Und werde dich jetzt vergewaltigen. Es ist dunkel, du bist Mutterseelenallein und keiner kann dir helfen.
Oh, Scheiße. Da packte mich plötzlich eine Hand von hinten. Seine riesige Pranke war auf meinem Gesicht. Er riss mich herum, drückte mich zu Boden und seine anderen Finger verschwanden unter meiner Wäsche. Diese riesigen, dreckigen Finger. Dreck, Schmutz, Ekel. Der Kerl war riesig. Breit gebaut, dick und groß. Sehr groß. Bestimmt über 1,90. Wenn er wollte, er könnte mich problemlos zerquetschen. Ich spürte seinen Schwanz in der Dunkelheit. Seine Hand, die er immer wieder auf Mund und Nase presste, damit ich keine Luft mehr bekam. Und immer wieder stellte er mir die gleiche Frage, sagte dasselbe. Du willst doch, dass ich weitermache, oder? Du magst es doch auch? Los, sag schon, dass du's brauchst! Ich wusste nicht, was er von mir hören wollte. Sollte ich sagen, was ich sonst auch immer sagte? Ja, das ist wirklich wunderbar. Mein kleiner Kinderkörper braucht einen großen Männerschwanz. Du machst es toll. Besser als alle vor dir. Oder ob ich eben als Vergewaltigungsopfer schreien und mich wehren sollte. Er wurde lauter und lauter, schrie mich an. Seine Hände gruben sich in mich und er hielt mich, würgte mich, fickte mich. Die Drogen taten ihr Übriges. Ich bekam Panik, Angst. Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik, Angst, Panik! Ich wollte raus aus dieser Hölle. Dieser Kerl war total ausgetickt. Er hatte mir zwar gesagt, dass er für eine Stunde bezahlte, aber so wie er in Rage war, würde ich diese Stunde nicht überleben. Und ich glaubte nicht, dass der Kerl auf die Uhr sah, so wie der abging. Es war kein Spiel mehr. Ich sah mich schon als reales Vergewaltigungsopfer. Irgendwo in einem Waldstück abgeladen, von den Tieren des Waldes weiter verstümmelt. Und irgendwann von einem spazierengehenden Rentnerpärchen gefunden, wo der alte Opa dann ganz betretend reinschaut, weil er mich auch schon einmal bezahlt hat. Ich begann mich zu wehren. Ich versuchte, ihn von mir runterzuschieben, ihn wegzudrücken. Das war natürlich sinnlos. Der Typ war ungefähr 3 bis 4 Mal so schwer wie ich. Mehrere Köpfe größer und viel stärker. Ich begann zu schreien und zu fluchen und dazwischen wimmerte ich immer wieder. Ich hatte das erste Mal wirklich Angst um mein Leben. So wollte ich nicht sterben. Nicht unter diesem ekligen Kerl mit diesen dreckigen, wurstigen, riesigen Fingern. Ich hasse es zu schwitzen. Ich hasse es, wenn Männer schwitzen. Und besonders, wenn sie auf mir schwitzen. Wenn dann diese kleinen Tropfen Schweiß größer werden, an der speckigen Unterseite ihres Bauches runterlaufen und schließlich auf mich tropfen. Das ist schlimmer als das Ficken. Das ist wirklich eklig. Und wenn die dann auch noch so dreckig sind wie der Rektor? Ich schrie immer weiter. Ich glaube, meine Stimme überschlug sich. Er schwitzte auf mich ekelhaft. Genau darauf hatte er gewartet. Jetzt ging es richtig los. Er grunzte fast nur noch. Hielt mit einer Hand meine Arme fest, mit der anderen versuchte er immer wieder, meinen Mund zuzuhalten. Und sein mächtiger Unterleib drohte mir, alle Knochen im Leib zu brechen. Für den Fall, dass ich diesen Geisteskranken überleben sollte, gab es aber noch ein weiteres Problem. Nahm der Kerl ein Kondom? Ganz abgesehen von den ganzen Krankheiten hatte ich keine Lust, schwanger zu werden. Es war dunkel. Und spüren konnte ich es ja nicht, Heroin sei Dank. Wenn ich drauf bin, spüre ich nicht einmal genau, ob ein Kerl ihn mir vorne oder hinten reinsteckt. Heroin ist da ganz komisch. Ohne Drogen tut es höllisch weh, wenn ein Typ in mir drin ist. Aber auf Heroin? Ja, da finde ich das eigentlich übelst geil. Naja, übelst okay. Wenn die Typen ganz tief, also wirklich tief in mir drin sind. Auf Crystal merke ich gar nichts mehr. Arschficken ist dann auch okay. Du spürst dann, dass er jemand ist. Der Typ bewegt sich ja. Da bewegt sich ja was in dir. Aber mehr fühlst du nicht. Wo bleibt der Herz? Schmerzstillstand. Mein Herz raste. Und ich sah einen Teil meines Lebens in schattigen Zerrbildern vor meinem geistigen Auge vorbeiwabern. Atemnot. Und keine Tränen. Nicht einmal ich kann um mich weinen. Dann legte er sich mit seinem schweren Körper auf mich drauf. Stützte sich nicht mehr ab, als wollte er mich erdrücken. Auf Heroin bekomme ich eh schon relativ wenig Luft, aber mit diesem Kerl auf mir, mir wurde ganz komisch. Es war auch nicht mehr Show. Noch nie hatte ich so einen krassen Typen. Warum weinst du nicht? Hörte ich plötzlich seine ächzende Stimme ganz dicht vor meinem Gesicht. Sein Atem stank nach Rauch und altem Essen. Mir wurde übel. Ich werde nachher die Bullen rufen und denen erzählen, dass du versuchst, Drogen zu verticken, du kleine Schlampe! Raunzte er mich an. Ich konnte nichts sehen. Nur hören und riechen. Und nicht atmen.
Durch die Drogen hindurch versuchte ich zu verstehen, was er mir da sagte. Er würde die Bullen rufen. Wenn die mich mit Drogen erwischen würden, dann hätte ich wirklich ein Problem. Vergewaltigt und danach der Polizei übergeben. Die würde es einen Scheiß interessieren, ob mich der Kerl vergewaltigt hatte. Die würden die Drogen sehen und einen einfachen, schwer arbeitenden Mann und würden wohl das Richtige tun. Also was in deren Augen das Richtige war. Ich kämpfte um mein Leben. Versuchte, unter ihm rauszukommen. Ich schrie und zappelte. Zumindest fühlte es sich für mich so an. Immer wilder bewegte er sich auf mir, drückte seinen fetten, verschwitzten, dreckigen Körper auf mich. Und mit einem Mal wurde alles ganz leicht. Ich dachte, ich schwebe. Entfernt hörte ich das schnelle, helle Schlagen eines Weckers. Einen Augenblick später ging das Licht an und der Kerl stand über mir, reichte mir eine Hand und half mir auf meine wackeligen Beine. Ich musste mich erstmal hinsetzen und verfehlte um ein Haar den runtergeklappten Klodeckel. Rosa Plüsch am Hintern, stark Strom im Kopf. Es dauerte eine Zeit, bis ich verstand, dass es vorüber war. Er hatte schon wieder seine Hose an, grinste breit und zufrieden. »Wenn du duschen willst, lass dir Zeit. Kannst auch noch was ziehen, hier stört dich keiner. Willst einen Kaffee oder sowas? Ich bring dich gerne noch zur Straßenbahn.« Ich war noch gar nicht richtig zurück in dieser Welt, nickte aber, und er ließ mich im Bad alleine. Dann war ich irgendwann in der Dämmerung meiner Stadt alleine. Am Leben. Mit 150 Euro. Sehr gut. Live mit Geld. Der Rektor wurde einer meiner Stammkunden. Immer wieder holte er mich mit dem Auto ab, fuhr mit mir in die Wohnung seiner Mutter und wir spähten. Schon merkwürdig. Kaum einer nimmt mich mit nach Hause. Es ist immer die Wohnung eines Kumpels oder die der Mutter. Abgefahren. »Mama, ich bin wieder da.« »Ach, lieber Junge, du bist aber spät.« »Ja, ich war noch kurz einkaufen, auf dem Babystrich.« »Und? Was Passendes gefunden?« »Ja, mal sehen, die Kleine hier. Schau, ist doch niedlich.« »Na dann viel Spaß. Essen gibt es in 2 Stunden. Ich hab mit dem Schweinebraten noch gewartet.« »Super. Nach so einem schönen Fick habe ich bestimmt Hunger. Kann sie mitessen, wenn sie gut war?« »Oder wie soll ich mir sonst sowas vorstellen? Voll krank. Irgendwie ist es auf dem Strich gehen wie... Das ist wie Autofahren. Man macht es einfach. Autofahren in der Stadt, genau. Und da gibt es Dinge, die du total oft machst. Erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, an der Ampel stehen und so. Das ist bei mir das Blasen, der Arschfick und das normale Ficken. Meistens von hinten und Natursex, also anpinkeln. Was die Kerle halt wollen und daheim nicht kriegen. Und dann gibt es aber so Typen wie den Rektor. Das ist wie Vollgas in der Rushhour. Der hat mich auch mal zu Kaviar eingeladen. Nein, kein leckeres Essen für die noble Gesellschaft. Er wollte mich ankacken. Ich sollte sein Klo sein. Das ist schon heftig. Der hat sich einfach hingehockt und hat geschissen. Mit Natursekt komme ich noch echt gut klar. Aber scheiße... Das ist dann schon zu heftig. Als er es dann auf mir verteilen, mich damit einschmieren wollte, habe ich Panik bekommen. So stark kann keine Droge sein, dass ich sowas gut finde oder auch nur ignorieren könnte. Als er mit dieser breiigen Masse über mir stand, bin ich abgehauen. Das war das Ende dieser Partnerschaft. Ich habe dann einer Freundin von mir einen Tipp gegeben. Sie solle sich doch mal bei dem Typen melden. Er würde gut zahlen. Und er wollte Spiele spielen. Wie auch immer. Um noch einmal auf die Geschenke zurückzukommen. Dankbar sein ist, wenn ich mit denen schlafe. Wenn mir jemand etwas schenkt, dann will ich ihm auch etwas geben. Das gehört sich halt so. Ich meine, es ist ja auch generell so, wenn einem jemand was schenkt, dann heißt das doch, du musst mit dem schlafen, denn er hat dir was geschenkt. Wenn ich das nicht tun würde, dann wäre ich doch sehr undankbar. Und das bin ich nicht. Ich bin nett und ich bin dankbar. Und ich habe gelernt, dass viele Leute Wert darauf legen, dass man Danke sagt. Ich meine, sonst hätte ich momentan keinen Freund. Alles in allem bekomme ich sehr gerne Geschenke. Ich finde ja Schmuck mit diesem Playboy-Häschen total toll. Das Häschen ist für mich sowas wie ein Traum. Einmal Model sein. Einmal in einer Zeitung abgebildet sein. Und dafür end viel Kohle kassieren. So über die Laufstege spazieren. Stolz darauf sein, einen makellosen Körper zu haben.
stolz darauf zu sein, ein Playboy-Bunny zu sein. Vielleicht nur das. Das wäre ein Anfang. Kapitel 5. Das Piercing. Ich finde Piercing super cool. Da steckt was in deiner Haut drin, also ein Zeichen dafür, dass hier mal was wehgetan hat. Und das Metall hat jemanden deinen Körper gestochen. Ohne Betäubung natürlich, alles andere wäre Quatsch. Ein Manifest für kaputte Seelen. Ich habe eins in der Brust. Das habe ich mir mit Hilfe eines Freundes gemacht. Da war ich 14. Später hat dann so ein blöder Typ daran gerissen und seitdem ist es schief. Natürlich hätte ich's rausmachen können. Es wäre zugeheilt und ich hätte mir ein neues schießen können. Aber es erinnert mich daran, dass dir jeder wehtut. Egal ob Vater, Mutter, Freund oder Freier. Irgendwann tut dir jeder weh. Und das Einzige, das ich davor schützen kann, sind die Drogen. Aber selbst die tun einem weh, wenn man mal nicht genug Geld hat, um sich neue zu kaufen. Ich meine, also wenn ich groß bin, da will ich ganz viele Piercings. Meine Schamlippen will ich piercen. Meine Zunge, die Augenbraue, also ich habe schon 11 Ohrlöcher links und 7 rechts. Nasenring, cool, oder? Natürlich alles mit einer Nadel gestochen. Wahrscheinlich interessiert es keinen, aber ich habe mich an der Fotze geritzt. Es war ein komisches, ein seltsames Gefühl. Es war einfach nicht mein Tag. Der ganze Tag lief total scheiße. Ich verletze mich, ritz, ratz, ratz, fatz. Vernarben, verleben, verletzen, vernarben. Ich war in der Schule nicht gut. Hab deine Arbeit vergeigt. Und dann haben mich auch noch alle so doof angesehen. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall musste ich mich ritzen. Keine Ahnung, was für ein Zeug ich eingeworfen hatte. Das war von meinem Ticker. Aber ich habe echt nichts gespürt. Also muss ich tiefer schneiden. Tiefer. Noch tiefer. Und also als das nichts geholfen hat, da habe ich mich einfach, also ich habe mich einfach nicht gespürt. Und da habe ich meine Fotze geritzt. Hab die Klinge angesetzt und durchgezogen. Die Klinge versank im Fleisch und auf der flachen Seite sammelte sich ganz langsam Blut. Ich sah es und ich fühlte es. Ja, ich konnte es fühlen. Ich war glücklich. Es hat dann aber auch tagelang geblutet und ich hatte wochenlang übelste Schmerzen. Vor allem, weil ich nicht einfach aufhören konnte zu arbeiten. Ich brauche ja meine Drogen. Und du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ach, sei vorsichtig, ich habe mich da unten geritzt und, weißt du, ne, sei zärtlich. Aber eigentlich wollte ich ja etwas anderes sagen. Piercings sind für mich so wie, ja, sowas wie Narben, Deluxe. Meine Kunden mögen das nicht so, aber das ist mir egal, ich mag sie. Das ist etwas an mir, was ich mag. Meine Piercings. Man sagt mir immer wieder, dass Junkies sich treiben lassen im Leben. Nichts auf die Reihe kriegen und einfach nur faul sind und immer high sein wollen. Das ist aber totaler Quatsch. Natürlich hat man keinen geregelten Tagesablauf wie ein normaler Typ. Also morgens aufstehen, Zähne putzen, frühstücken, zur Arbeit gehen, zum Mittagessen weiterarbeiten und am Abend schließlich nach Hause gehen. Oder man sagt der Frau, man müsse halt Überstunden machen. Ja, ja, der doofe Chef und kommt kurz noch vorbei. Die meisten meiner Kunden sind verheiratet. Zumindestens die, die reden. Von den anderen weiß ich nichts. Bei mir ist das anders. Ich schlafe ja meistens nicht. Vielleicht mal 2 oder 3 Stunden irgendwie dahindämmern. Das hängt aber auch von den Drogen ab, die ich nehme. Crystal lässt ich nicht wirklich schlafen. Da ist es total schwer. Dahindämmern, mehr geht da nicht. Erst wenn man runterkommt, dann merkt man, dass der Körper Schlaf braucht. Man selbst braucht eigentlich keinen Schlaf. Aber der Körper fordert es. Sonst klappt irgendwann der Kreislauf zusammen und man ist weg. Auf Heroin habe ich immer gut geschlafen. Aber das Zeug macht fett. Und überhaupt schlafen ist total nutzlos. Vergeudete Zeit. Fett oder weg? Keine Frage. Der einzige Fixpunkt in meinem Leben ist die Schule. Die will ich schaffen. Also nicht einfach nur Quali und mal gucken. Nein, Abitur. Ohne einen vernünftigen Abschluss bist du doch heute aufgeschmissen. Besonders hier, wo der Osten so nah ist. Aber selbst mit dem bescheuerten Abschluss, was bringt das schon?
Vom Arbeitslosengeld kann ich nicht einmal 3 Tage lang Zeug kaufen. Dann bleiben noch immer so viele Tage im Monat übrig. So viele freie. Ich versuche immer in die Schule zu gehen. So oft es geht. Das ist das Einzige in meinem Leben, das eine feste Uhrzeit hat. Alles andere kommt und geht. Voll spontan. Aber es ist eben nicht meine Spontanität, sondern die der anderen. Mein Handy und die Drogen bestimmen meinen Tagesablauf. Neben der Schule gibt es nur Drogen, anschaffen, ranschaffen, um die Drogen zu bezahlen und dann wieder schauen, wo kriegt man die Drogen her. Tag oder Nacht ist in meinem Leben vollkommen unbedeutend. Es geht lediglich darum, ob ein Kerl mich sehen will und ob ich genug Drogen habe, dass ich das überstehe. Ich meine, insgesamt ist damit der Tag komplett durchgeplant. Man ist immer entweder gerade bei einem Kunden oder auf dem Weg zu einem. Dazwischen der Ticker und die Drogen, so ein Leben schafft einen. Du fährst zum Ticker und holst Drogen, dann geht's wieder zum Ficken und wieder Drogen. Eigentlich geht's nur ums Konsumieren. Immer wieder konsumieren. Konsumieren. Verbrauchen. Die Drogen, die Kondome, dich selbst. Bin ich haltbar? Durch die Drogen war ich deutlich besser in der Schule. Ich habe mich immer bemüht, auch mal in die Schule zu gehen. Und ich war auch richtig gut. Auf Drogen war es einfach, sich kurzzeitig Dinge zu merken. Wobei das nicht für alle Drogen gilt. Crystal ja. Heroin nein. Auf Crystal kannst du dein Gehirn für kurze Zeit voll benutzen. Klar, man hat auch wieder viel vergessen von dem, was man gerade geschrieben hat. Aber das war egal. Ich muss ja nur den Test überstehen und ins System passen. Und das kann man mit Drogen besser. Als wenn man clean ist. Wenn man vergisst.